Hallo und herzlich willkommen auf dem Parkplatz. Ich sehe zwar gerade heute ein bisschen deppert aus heute, aber, und ich sehe auch nichts, wie man sieht, aber deswegen nichtsdestotrotz machen wir eine kleine Baumkundetour. Das heißt, ich renne mal durch die Gegend und guck mal, was ich an verschiedenen Baumarten finde und sage euch, was das jeweils ist. Und ihr dürft dann bei euch auch durch die Gegend rennen und mal gucken, was davon ihr wiederfindet. Haben wir im Sommerzustand noch nicht gemacht. Das gab es mal im Winter. Da war es eine teilweise Knospen-, teilweise Nadelholz-Bestimmungstour. Und ja, diesmal natürlich sämtliche Laubbäume im Sommerzustand. Und ich möchte auch gar nicht viel Tamtam drumherum reden, sondern es geht primär wirklich einfach erstmal ums Bestimmen. Und ich spare mir auch weitere Kommentare, um was es sich sonst so handelt. So. Ja, und hier haben wir auch schon die erste Art. Und dieses Ding hier mit diesen, das kann ich euch mal so in die Kamera halten, einzelnen Fliederblättern mit runden Fliedern. Also die Einzelblättchen hier sind gar keine Blätter, sondern das ganze Ding, was ich hier in der Hand habe, ist streng genommen ein Blatt. Das kann man daran erkennen, dass die mittlere Ader, quasi die Blattader, gar keine Blattader in dem Sinne ist, sondern tatsächlich schon eine Art Stängel. Aber das Ding ist nicht verholzt. Also das besteht komplett nur aus Zellulose. Der richtige Zweig ist natürlich das hier in der Mitte und alles, was von dem Zweig abgeht, das sind schon jeweils Blätter. Das sind keine Äste, weil sie halt eben nicht aus Holz bestehen. Ne? Die haben demzufolge auch keine Knospen und da kann auch kein weiterer Ast jetzt hier raus austreiben, weil es kein Ast ist, sondern ein Blatt, dieses gesamte Ding. Also die komplette Blattspreite ist quasi dieses Ding, so wie ich es jetzt hier umrunde, das nennt man Blattspreite und die besteht halt aus verschiedenen Fliedern und die zusammen bilden ein Fliederblatt. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Esche oder bei der Vogelbeere, auch solche Fliederblätter. Und bei der Robinie ist halt die Art, die runde, eiförmige einzelne Fliedern hat. Ja, das ist eigentlich schon genug als Bestimmungsmerkmal. Damit kann man das schon mit fast nichts anderem mehr verwechseln, was eine Holzpflanze ist. Ja, das hier sollte den meisten schon relativ bekannt sein. Das ist natürlich, wie man auf den ersten Blick auch gleich erkennen kann, entweder auf den ersten Blick eine Ulme oder eine Hasel. Und da eine Ulme fast immer nicht der Fall ist, da muss man dann schon 17 Mal nachgucken, wenn man sich sicher sein möchte, dass es sich wirklich um eine Ulme handelt. Ich werde hier in diesem Wald wahrscheinlich auch keine finden. Dann ist es wahrscheinlich eine Hasel. Und die erkennt man daran, dass sie erstens mal behaarte Blätter hat. Auf der Oberseite leicht behaart, gerade bei den jungen Blättern. So ganz, ganz leicht. Unterseite deutlich, fühlt sich deutlich weich an und leicht haarig. Und vor allen Dingen hat es auch behaarte junge Triebe. Also gerade die jungen Triebe, das kann man hier ganz schön sehen, die sind deutlich behaart. Ansonsten doppelt gesägt mit kleinen Zähnchen und in regelmäßigen Abständen dann auch wieder große Zähnchen. Haselblätter haben auch immer vorne diese Nase, üblicherweise. Und ja, ein charakteristisches Gefühl, wenn man sie einfach in die Hand nimmt. Ober- und Unterseite unterscheiden sich farblich nur sehr, sehr, sehr geringfügig bis gar nicht. Und wichtig ist noch am Zweig auch nochmal ein wesentliches Bestimmungsmerkmal. Das kann man hier jetzt nicht so schön sehen. Dafür bräuchte man einen etwas älteren Zweig. Sekunde. Ja, hier sieht man es doch gleich erheblich besser. Diese Pünktchen hier, das sind Lentizellen, die sind auch typisch, also Artenöffnungen in der Borke quasi für Hasel, ganz, ganz typisch. Bei entsprechend älteren Exemplaren sieht man das dann noch mal schöner vom Ast her, aber jeder, der mal im Wald mit irgendwelchen Haselstöcken rumgespielt hat, kann sich wahrscheinlich noch ganz gut erinnern, wie so ein Haselstock denn eigentlich aussieht. Außerdem, eine Hasel wächst immer strauchförmig bis hin zu wirklich so einem sehr mickrigen, baumartigen Dingens. Also wir sprechen hier von der Strauchhasel. Es gibt theoretisch auch noch die Baumhasel. Aber die wird man im normalen Wald auch in der Regel nicht finden. Deshalb lasse ich die jetzt mal gerade von weg. So, das hier ist der Holunder, der schwarze Holunder, Sambucus nigra heißt er, glaube ich, auf schlau. Ist natürlich, wenn er diese Doldendinger dran hat, super einfach zu erkennen. Das kennt man ja, das sind die berühmten Holunderblüten, die jetzt hier noch nicht aufgegangen sind. Die ja so furchtbar gerne auch dann entsprechend gefuttert werden. Aber an den Blättern kann man es auch erkennen, der hat auch Fliederblätter. Das ist also wieder ein Blatt, dieses Ding hier, meistens fünffliedrig, zumindest die endständigen, ne? Nicht
Die zwischendrin, die haben in der Regel nur drei, wie man jetzt zum Beispiel hier in der Bildmitte sehen kann oder auch da. Das ist wieder ein endständiger, der hat wieder fünf. Also man könnte sagen drei bis fünf gliedrig, je nachdem, ob es halt gerade eben am Ende ist oder irgendwo mittendrin. Aber das ist jedenfalls ganz eindeutig der Holunder. Und ein weiteres wichtiges Bestimmungsmerkmal, wenn man ganz sicher sein möchte, dass man es mit dem Holunder zu tun hat, zeige ich euch gleich. Tada! Wenn man nämlich ein Zweigchen abschneidet, jetzt müsste er das noch scharf stellen, ja, das müsste reichen, da kann man jetzt erkennen, das hat ein weißes Mark drin, sieht so ein bisschen aus wie Styropor. Und wenn du das halt eben innen drin hast, in den Zweigen, dann handelt es sich mit Sicherheit um Holunder, weil nichts, was vergleichbare Blätter hat, hat auch weißes Mark drin, ohne ein Holunder zu sein, zumindest soweit ich weiß. Und wie gesagt, wenn halt eben noch diese Dolden dran sind, dann ist es auch sehr einfach zu erkennen und relativ verwechslungsfrei zu bestimmen. Aber wie gesagt, nochmal wichtig, einfach mal ein Zweigchen abschneiden, wenn man sich nicht sicher ist. Weißes Mark drin, das kann man auch rauskratzen und den ganzen Stamm aushöhlen, beziehungsweise den ganzen Ast aushöhlen, dann ist es auf jeden Fall der gute Holunder. Ich hatte ja gesagt, vielleicht finde ich noch eine bessere Robinie. Ich habe gerade eine bessere Robinie gefunden, da kann man wunderbar ein weiteres wichtiges Bestimmungsmerkmal für Robinie erkennen, zeige ich euch. So, jetzt kann man es hoffentlich einigermaßen sehen. Ihr seht hier am Zweigansatz einen Dorn. Und wenn ihr das Ding umdreht, seht ihr auf der anderen Seite auch einen Dorn. Das ist jetzt mit den Lichtverhältnissen gerade echt schwierig zu filmen. Das seht ihr auch am nächsten Zweigansatz. Also hier ist ein Zweigansatz, auch wenn da jetzt kein Zweig ist. Es ist trotzdem ein Knoten, ein sogenannter Nodus, an dem ein Zweig ansetzen könnte. Und da haben wir auch wieder neben dem Nodus, neben der Zweigansatzstelle, jeweils zwei solche Dornen. Und das haben wir tatsächlich so ziemlich überall. Auch hier und auch, Moment, ich drehe das Ganze mal ein wenig. Hier kann man es auch schön sehen und da sitzt auch tatsächlich eben direkt ein Blatt. Also diese grünen Zweigchen in Anführungszeichen, die ja einzelne Blätter sind, wie ich eben erklärt habe. Und da haben wir auch die Nebenblattdornen. Also diese Nebenblattdornen, das sind ganz hervorragende Indikatoren dafür, dass wir es hier mit einer Robinie zu tun haben und auch entsprechend die Fliederblätter mit den runden Einzelfliedern. Das ist definitiv eine Robinie. So, jetzt kann ich aber weitergehen hier. Hier mal was ganz Einfaches zwischendurch. Was da eben entsprechend am Baum emporrankt, ist natürlich der Efeu Hedera Helix. Zu erkennen an diesen ja mehr oder weniger bisschen an Feldahorn erinnernden Blättern, aber eindeutiges Erkennungsmerkmal ist natürlich die am Baum hochrankenden Wuchsform. Das ist das Kriterium schlechthin, wenn man Efeu erkennen möchte. Aber auch charakteristisch ist diese deutlich hervortretende, sich weiß hervorhebende Aderung der Blätter. Das ist auch was ganz Charakteristisches. Das findet man so jetzt auch nicht bei irgendeiner Art, die vergleichbare Blätter hätte. Ja, und hier direkt nebendran haben wir den Weißdorn. Und ich muss an dieser Stelle tatsächlich gestehen, dass ich mir bei diesem Exemplar gar nicht mal hundertprozentig sicher bin, ob wir es mit dem eingriffligen oder dem zweigriffligen Weißdorn zu tun haben. Aber Weißdorn ist auf jeden Fall charakteristisch mit diesen erstmal dreifach gelappten Blättchen und darunter dann nochmal eben entsprechend zwei und dann mit ein wenig Abstand, quasi losgelöst von dem ersten Blättchen, nochmal zwei kleine Blättchen. Also das ist ein sehr charakteristisches Muster. Das kann man natürlich auch hier sehen und auch da und generell bei sämtlichen Blättern. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist eben das charakteristische Weißdornblatt. Ich muss aber wirklich kurz daheim nachlesen, ob das jetzt der eingrifflige oder der zweigrifflige Weißdorn ist und werde das dann eben entsprechend per Fließdecks-Einblendung dann noch nachliefern müssen. Da bin ich mir jetzt bei diesem Ding wirklich gerade nicht so sicher. Meistens ist es relativ einfach. Ja, das Ding heißt Weißdorn, weil, wie man sieht, hat Dornen. Hier einer, da einer und dazu eben halt eben diese Blätter. Das Ganze wächst oft relativ, ja, buschig. Es ist ja auch ein Strauch und ja, das sollte eigentlich reichen, um den relativ sicher bestimmen zu können. Hier habe ich tatsächlich eine junge Eibe am Wegesrand gefunden.
Die ist daran zu erkennen, das habe ich euch aber schon mehrfach erklärt bzw. gezeigt, dass wenn man mal auf die Blattunterseite guckt, man sieht erstmal keine auffälligen Stomata-Streifen. Das wäre dann irgendeine Tanne, wenn sie sehr auffällige Stomata-Streifen hätte, in der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen. Außerdem, wichtig, die Blätter, also in diesem Fall natürlich Nadeln, laufen ein Stück mit dem Nadelgrund am Zweig entlang. Also Dirk, ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Wenn man die also abzieht, dann hängt da meistens noch so, ja, das müssen wir mit den Jüngeren machen, sonst geht das nicht. Ja, hier kann man es jetzt schön sehen, da hängt noch so ein Fähnchen dann dran an den einzelnen Nadeln, wenn man die abzieht, weil sie halt eben mit so einem Fähnchen ein Stückchen am Zweig entlang wachsen. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Also das ist das eine wichtige Kriterium. Wie gesagt, Nadelunterseite, keine auffälligen Streifen, allenfalls grüne Streifen, wenn man die dann erkennen mag. Der Stamm ist bei älteren Exemplaren total verzweigt und so eine ganz knochige Geschichte. Aber ja, wichtig vor allen Dingen eben auch die Nadelfarbe, dieses sehr saftige Grün, sehr dunkle Grün. Man könnte fast schon von Giftgrün reden, gerade bei den jüngeren, älteren Nadeln. Natürlich die sehr frischen, die sehen relativ appetitlich aus, sind aber auch schon tödlich übrigens. 30 Nadeln können bei einem Erwachsenen schon zu Vergiftungserscheinungen führen. Jetzt natürlich nicht so junge Nadeln, da bräuchte man ein paar mehr, aber 30 von diesen Nadeln, das heißt, das wäre ungefähr vielleicht dieser Zweig und noch ein bisschen von dem. Das langt dann schon für erste Vergiftungserscheinungen und ja. Aber zur Eibe habe ich auch schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie man die erkennt. Aber gut, das müsste eigentlich auch schon reichen. Und hier haben wir es jetzt mit einem Spitzahorn zu tun. Schauen wir uns mal die Blätter an. Ah ja, hier kann man schön sehen. Der Spitzahorn ist relativ einfach dadurch zu bestimmen, dass er wirklich nadelspitz zulaufende Blattspitzen hat. Man kann also die äußerste Spitze fast schon nicht mehr erkennen. So fein ist die, so unglaublich spitz läuft der quasi zu. Und eine so spitz auslaufende Spitze, die haben wir tatsächlich nur beim Spitzahorn, wie der Name eben auch schon vermuten lässt. Außerdem hat der Spitzahorn, jetzt ist Gegenlicht, hier habe ich jetzt nochmal ein Blatt gefunden, wo man es nochmal schön sehen kann. Also wie gesagt, die Spitze ist da quasi nochmal aufgesetzt und läuft dann wirklich zu einer superspitzen Spitze grannenartig aus. Jawohl. Also wenn dieser Fortsatz hier vorne, dieses spitze Zipfelchen vorne dran fehlen würde, dann könnte es auch gut möglich sein, dass es sich um Bergahorn handelt. Bei einem Bergahorn ist aber ein zusätzliches Bestimmungsmerkmal, was hier jetzt eben fehlt, dass Blattstiel, ach Gott, also heute habe ich es mit den Fachbegriffen, Blattstiel nennt man dieses Ding hier unten, dass der rötlich ist auf einer Seite. Das ist ganz typisch für den Bergahorn und deshalb würde es sich hier mit sich großer Wahrscheinlichkeit eben tatsächlich um einen Spitzahorn handeln, eben wegen dieser Granne und dem fehlenden roten Stielchen. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Aber generell gilt bei allen Ahörnern, dass es da durchaus mal sein kann, dass die sehr schwer zu bestimmen sind, weil sie nicht immer ganz wirklich 100% eindeutig die Merkmale zeigen, die sie eigentlich bei der Unterscheidung der einzelnen Alt-A-Hörner haben sollten. Aber gut, wir können uns zumindest mal sicher sein, dass es sich entweder um einen Spitzahorn oder einen Bergahorn handelt. Das ist ganz, ganz sicher und ich würde wirklich sehr zu Spitzahorn tendieren, aber nur mit 95% Sicherheit. Bin ich sogar in der luxuriösen Situation, die Früchte vom Efeu zeigen zu können. Die sehen so aus, sind übrigens giftig. Aber man könnte schon meinen, oh, die Beeren, da esse ich jetzt mal. Das sind doch tatsächlich Beeren. Der Baum, wo das jetzt dranhängt, ist eigentlich eine Eiche. Kann man hier sehen. Und dieser gewundene Stamm vorne dran, das ist ein sehr alter, sehr mächtiger Efeu. Das heißt, der ist eben auch alt, groß genug und stark genug, um sich leisten zu können, eine derart gewaltige Menge an Früchten zu tragen. Habe ich jetzt so bewusst, ehrlich gesagt, auch noch nie gesehen. Finde ich jetzt gerade sehr beeindruckend, muss ich sagen. Okay, bisher war ich jetzt noch am Wegesrand unterwegs. Und jetzt geht's mal richtig rein in den Wald. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so finden. Dann sonst gucken wir noch mal ein bisschen am Waldmantel. Gibt sicherlich noch einige Arten. Das ist hier ein sehr artenreicher Wald.
wo man wirklich alles mögliche schöne, interessante Zeug finden kann. Und da haben wir auch schon eine... Ach, nur eine Hasel. Okay, das ist natürlich nicht so spannend. Ja, Buchen. Buchen gibt es hier überall. Ach Gott, ich zeige euch mal schnell die Buchen, dann haben wir es weg. Also Buchen sind zunächst mal sehr leicht am Stamm zu erkennen, auch im Winterzustand. Der ist nämlich wunderbar glatt. Schön eben, trägt diese sogenannten Chinesenbärte. Das hier ist ein Mund, das ist der entsprechende Chinesenbart. Das sind Stellen, wo man ein Ast gesessen ist. Und haben auch relativ langweilige Blätter, die eben hier zu sehen sind. Das typische Buchenblatt ist, Moment, ich nehme eins ab. Ja, oder halt gleich ein kleines Zweigchen. Ist am Rand leicht gewellt, wie man hier sehen kann. Ist am Rand leicht behaart, wie man hier hoffentlich ebenfalls sehen kann. Und ja, grün auf der Unterseite, auch grün. Im jungen Zustand hat es noch Achselhärchen hier zu sehen. Also diese kleinen, wie wirklich so kleine Bärtchen, nennt man auch Achselbärtchen. Aber das hat es wirklich nur im jungen Zustand. Die gehen dann im Alter, fallen die irgendwann ab und sind dann auf jeden Fall kein eindeutiges Bestimmungsmerkmal, dass es sich hier um Buche handelt. Das wäre mir jetzt neu. Aber wichtig ist vor allen Dingen dieser gewellte Blattrand, nicht gezahnt, die Härchen am Blattrand, die elliptische Blattform. Ja, also eigentlich nichts Besonderes und ein Allerweltsblatt, weil die Buche ist ja auch unser häufigster Laubbaum, mit Abstand. Sie ist zwar ein bisschen angefressen, aber das ist jetzt eine Hainbuche. Die unterscheidet sich erstens mal dadurch von der Buche, dass sie mit der Buche nur entfernt verwandt ist. Das ist nämlich ein Birkengewächs. Die Buche ist quasi eine Eiche. Und eine Hainbuche hat nun von der Form her sehr ähnliche Blätter wie die Buche, aber die sind nicht nur am Rande gewellt, sondern die haben so ein Wellkartonmuster. Kann man sich, glaube ich, so auch von der Seite sieht man es teilweise ganz gut. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie Wellkarton. Das liegt übrigens daran, dass sie auch entsprechend gefaltet. Also wenn man jetzt wirklich diesen Wellkarton einfalten würde, dann hat man auch die Form, wie sie gefaltet in ihren Knospen drin sitzen, bevor sie austreiben. Also ist quasi diese Wellung eine Folge der Blattkomprimierung in der Knospe vor dem entsprechenden Laubaustrieb. Weitere besondere Merkmale hat das Ding nicht. Es hat noch einen fein gezahnten Rand, den die Buche auch nicht hat. Die hat ja einen glatten Rand und Hainbuche hat auch keine Behaarung. Und damit ist es relativ einfach, Hainbuche und Buche auseinanderzuhalten. Zum Stamm kann man noch sagen, der ist zwar auch glatt, also schön zum Streicheln, aber hat so eine deutliche, ja, wie Muskelstränge quasi. Also so ein bisschen wie so ein muskulöser Unterschenkel von jemandem, der sehr viel Fahrrad fährt. Also deutlich hervortretende Muskelstränge sozusagen. Also ich finde, das ist auch ein eindeutiges Charakteristikum eines Hainbuchenstamms. Der Fachbegriff dafür ist spannrückig. Also heißt, wenn man jetzt hier mit einem Maßband hingeht und das drumherum legt, dann hat man nie den genauen Stammumfang, weil man diese ganzen Einbuchtungen und so weiter und so fort eigentlich noch mitmessen müsste. Das ist also ganz schwierig und auch durch diese Spannrückigkeit eignet sich Hainbuche für viele Anwendungen eigentlich nicht. Weil man muss den Stamm erst zurechtsägen, dass man da überhaupt irgendwelche geraden Dinge draus hinbekommt und man kann auch kein Schälfurnier draus machen, dass man also den Stamm mit dem Messer abschält, wie mit einem Bleistiftanspitzer quasi. Funktioniert auch nicht eben durch diese Unregelmäßigkeit. Beziehungsweise man müsste ihn erstmal glatt schneiden und dann erst wird es gehen. Das ist alles so umständlich. Deshalb die wirtschaftlichen Anwendungen für Hainbuche sind beschränkt. Jetzt habe ich euch die Nadelbäume ja schon mal gezeigt gehabt, aber das hier ist eine Tanne. Zu erkennen an den Stomata-Streifen auf der Rückseite, die jetzt hier zugegebenerweise nicht sehr deutlich sind. Sie sind aber trotzdem vorhanden. Schauen wir mal bei den etwas älteren Nadeln. Ja, hier sieht man sie besser. Also diese beiden weißen Streifen auf der Nadelrückseite. Das ist ein deutliches Erkennungsmerkmal für Tannen zusammen mit den kleinen Saugnäpfchen, mit denen sie am Zweig ansetzen. Ich hoffe, auch das kann man erkennen. Aber wie gesagt, die Nadelbäume habe ich ja schon mal behandelt. Und gerade insbesondere der Tanne habe ich schon ein sehr ausführliches Video gewidmet, wo die Bestimmung auch nochmal genau erklärt wird. Aber nur noch mal so zum
rekapitulieren. Wer mag, kann auch ein paar Nadeln verreiben und dran riechen. Angeblich soll die Tanne leicht zitronig riechen, während die Douglasie als Unterscheidungsmerkmal wirklich ganz penetrant und extrem stark nach Orange duftet. Also wer ein Mensch mit einer guten Nase ist, der kann auch das als Bestimmungsmerkmal heranziehen. Hier wieder ein Strauch, und zwar der Lingusta. Leider kann ich euch gar nicht genau sagen, woran man erkennt, dass der Lingusta ein Lingusta ist. Er hat auch Lentizellen, also wieder diese Atemöffnungen, die wir schon von der Hasel kennen. Dann hat er diese spezielle Form, sein Laub anzubringen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so büschelweise in Anführungszeichen. Hier kann man es auch noch mal ganz schön sehen. Und ja, eben diese länglichen, lanzettartigen Blätter, so leicht lanzettlich, so teilweise eiförmig, ganz charakteristisch. Die sind absolut glatt, haben keinerlei besonderen Merkmale, außer der Form, die sie haben. Sie haben keine Sägezahnung und auch sonst nichts Interessantes, sind also eigentlich total langweilige Blätter, und die eben an so einem Strauch, das ist der Lingusta. Wie gesagt, da fällt mir wirklich nicht ein, was ich da noch zu sagen soll. Da bin ich jetzt etwas überfordert. Bin mir aber schon sicher, dass es einer ist. Das hier ist eine Kirsche. Kann man hier auch noch mal ein bisschen besser sehen. Kirschen haben vor allen Dingen eben diese relativ großen, fein gesäenten Blätter mit aufgesetzter Spitze vorne, also spitz auslaufend. Wie gesagt, die Blätter sind meistens relativ groß. Auch charakteristisch sind die bei vielen Kirschen roten Blattstiele. Und ganz wichtig, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal einer Kirsche sind rote bzw. oder auch andersfarbige, je nachdem, um welche Kirsche es sich handelt. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Es reicht, glaube ich, wenn man einfach nur Kirsche erkennt, sind rote Nektarien. Das sind diese kleinen Wobbel hier, die sich am Blattgrund befinden. Sollten normalerweise zwei sein. Ja, ist auch hier der Fall. Die zweite ist ein bisschen kleiner als die erste. Dann, wenn man diese roten Nektarien entdeckt, kann man sicher sein, dass man es mit einer Kirsche zu tun hat. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht groß darauf eingehen, um was für eine Kirsche es sich handelt, weil Kirschen sind ja auch als Züchtung entsprechend unterwegs, und da kann es auch mal passieren, dass so eine Züchtung im Wald landet, und das macht es teilweise sehr schwierig, eine Kirsche in freier Wildbahn korrekt zu bestimmen. Und bevor ich jetzt was Falsches erzähle, sage ich einfach nur eine Kirsche, und alles Weitere, ja, überlasse ich dann der Fantasie. Außerdem hat eine Kirsche immer so einen ganz charakteristisch querrissigen Stamm. Also mit solchen Linien da drauf. Zebra-Look so ein bisschen. Oder NVA-Tarn. NVA-Tarn sieht auch so ähnlich aus. Ja, das ist cool. Der Vergleich ist mir noch nie eingefallen. Wow, Erkenntnis des Tages. Kirsche hat NVA-Tarn. Juhu! Oh, jetzt haben wir doch noch mal eine gefunden. Die habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Das da ist eine Linde. Und leider hat sie keine Blätter, an die ich rankomme, bis auf so ein paar zerfressene. Die zeige ich euch auch gleich noch. Aber man kann ja mal vielleicht versuchen, mit dem Zoom irgendwie ein halbwegs charakteristisches Lindenblatt in diesem Wirrwarr hier zu entdecken. Ja, doch. Das sind Lindenblätter. Und die sind von der Form her ja so ein bisschen ziemlich rundlich, leicht eiförmig, haben aber auch eine aufgesetzte Spitze, und sie können auch ein wenig herzförmig sein, weil sie am Blattgrund, also da wo der Stiel ansitzt, natürlich ein wenig eingeschnitten sind. Also so ganz leicht herzförmig, eiig, rundlich von der Form her, grob. Aber hier mal, ja, noch ein Blatt in der Nahansicht. Also das ist das Schönste, wo ich dran gekommen bin, damit wir es wenigstens mal so halbwegs gesehen haben. Also man kann auf der noch intakten Seite sehen, so leicht herzförmig, trifft schon ganz gut. Und wichtig ist jetzt, dass die Blattadern leicht behaart sein können. Das ist unterschiedlich, wie stark. Und in den Achseln haben wir auch so kleine weiße Achselbärtchen. Die sind bei diesem Exemplar leider nur sehr schwach angedeutet. Das ist bei der Winterlinde, hier handelt es sich um die Sommerlinde, deutlich charakteristischer, diese Achselbärtchen. Und bei der Winterlinde sind sie braun, bei der Sommerlinde sind sie erstens mal nicht so sehr deutlich und zweitens sind sie weiß.
Aber ich hoffe, man kann es trotzdem so einigermaßen erahnen. Wenn ihr also was findet, wo ihr davon ausgeht, es könnte eine Linde sein, dann achtet mal auf diese Achselbärtchen eben. Und ja, eben diese herzförmige bis rundliche Plattform. Linde ist gar nicht so einfach zu bestimmen. Hier haben wir jetzt einen jungen Bergahorn. Diesmal ist es definitiv ein Bergahorn, weil uns die Spitze fehlt, offensichtlich. Hier ist so einigermaßen Spitze. Sie läuft aber wirklich nicht so nadelspitz zu, wie das beim Spitzahorn der Fall ist. Und außerdem beim Bergahorn ganz charakteristisch der rote Blattstiel. Auf der Oberseite rot. Die Unterseite ist meistens grün. Ja, auch hier. Und auch hier wieder der rote Blattstiel bei den anderen Blättern. Und wehe, jemand fragt mich, was das für Dinger sind. Ich habe keine Ahnung von Baumkrankheiten. Es tut mir leid, das war wirklich was mich im Studium nicht interessiert hat. Und das steht auch relativ hinten auf der Liste der Dinge, die ich mir noch aneignen muss. Das ist einfach nicht so meins. So Baumkrankheiten, das interessiert mich einfach nicht. Ich kann mir nicht helfen. Natürlich ist das im Prinzip sicherlich ein wahnsinnig faszinierendes Fachgebiet, aber nein, das ist einfach irgendwie nicht so meins. Ah ja, hier kann man es auch nochmal schön sehen. Die Spitze ist zwar relativ spitz, aber halt nicht nadelspitz. Ne? Man hat nicht das Gefühl, dass man sich dran aufspießen kann. Und ganz eindeutig eben dieser rötliche Blattstiel. Gerade auch bei den Nebenzacken vom Ahorn kann man schön erkennen. Es ist nicht so spitz wie beim Spitzahorn. Der Vollständigkeit halber hier noch eine Fichte zu erkennen an der Schuppenborke. Die hat abnehmbare, mehr oder weniger, abnehmbare Schuppen. Man hat zumindest das Gefühl, man könnte die da rausbrechen. Ganz typische Fichtenborke. Ja, hier oben geht es, glaube ich, ganz gut. Eine beliebte Beschäftigung auf Forstexkursionen im Fichtenwald übrigens. Fichtenschuppen abpopeln, weil einem langweilig ist. Und hat natürlich auch die klassischen Fichtennadeln, ist jetzt hier bei diesem verrupften Exemplar natürlich gar nicht so schön zu sehen. Fichtennadeln haben ein idiotensicheres Bestimmungsmerkmal, man fasst sie an und sie stechen. Kein anderer, häufiger einheimischer Nadelbaum hat so fies stechende Nadeln wie die Fichte. Wenn man sich also daran richtig schön wehtun kann, dann ist es die Fichte. Das war die super Kurzbestimmung, weil wer eine Fichte nicht erkennen kann, der muss mich eigentlich deabonnieren. Oder erst recht abonnieren und dann erstmal alles angucken, was um die Fichte handelt. Weil also Fichte, also jeder, inzwischen nicht mehr jeder zweite Baum, aber 4 von 10 Bäumen sind auf jeden Fall noch eine Fichte in Deutschland. Statistisch. Statistisch. Deutsch. Ah. Noch einen ganz wichtigen Strauch im ganz kleinen Zustand. Das ist die Brombeere. Wie bestimmt man die Brombeere? Man nimmt Anlauf und springt rein. Und wenn man dann große Schmerzen hat, dann ist es die Brombeere. Nein, also Brombeere sollte wirklich idiotensicher zu erkennen sein. Muss man halt einfach nur mal ein bisschen anfassen. Das Ding ist quasi nahezu überall stachelig und hat halt eben diese Plattform. Merkt euch das Bild, fasst so ein Ding mal vorsichtig an, dann wisst ihr es. Also Brombeere, wirklich idiotensicher. Ich versuche euch noch eine etwas schönere Linde zu zeigen. Man kann sie, denke ich, ein bisschen besser erkennen, diese doch hier relativ deutlich bisschen herzförmigen Blätter. Also das hier sind typische Lindenblätter. Ich finde hier wirklich eigentlich ganz schön zu sehen. Die sind recht charakteristisch und auch nicht so angefressen wie das Exemplar da eben. Eine durchaus schöne Baumart, wie ich meine. Die ist als Mischbaumart im Buchenwald auch durchaus heimisch. Aber grundsätzlich immer selten. Also Linden gibt es nie viele. Die sind immer nur so einzeln beigemischt. Also auch ganz natürlich. Nicht nur, weil der Förster das so will, sondern weil das halt eben nun mal so ist. Schön eine Douglasie. Ganz charakteristisch zu erkennen an der längsrissigen Borke. Und Douglasien haben auch fast immer eine beeindruckende Dimension. Leider keine Nadeln in Reichweite, die ich euch zeigen könnte. Aber ja, merkt euch mal bei Nadelbäumen diese längsrissige Borke. Ganz charakteristisch. Hier sehr schön zu sehen, weil sie sich farblich noch so abhebt. Das ist eine Douglasie. So, und hier haben wir jetzt eine ganz, ganz tolle Stelle, weil das da ist Fichte. Fichte ist übrigens auch noch ein Charakteristikum, dass sie rote Zweige hat. Das ist mal mehr, mal weniger deutlich. Hier ist es natürlich jetzt sehr deutlich, kann man absolut sofort erkennen, dass die rötlich ist. Das ist auch der Grund, weshalb man da von der Rotfichte auch spricht. Insbesondere eben
Entschuldigung, muss atmen. Wegen diesen roten Zweiglein, ganz typisch sind diese jungen, flauschigen Fischentriebe, die gerade frisch ausgetrieben sind. Die fühlen sich noch richtig schön weich an, die eignen sich auch ganz gut für Fichtensirup, dass man also diese Dinger hier auskocht in Zuckerwasser und da dann so einen Sirup draus macht mit leichtem Fichtenaroma. Schmeckt meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Und kaum ist man bei den etwas festeren Nadeln, kann man feststellen, dass die stechen und generell einfach sehr fest sind und wenig nachgeben und man sich da richtig ja weh machen kann. So, und jetzt im Direktvergleich, direkt nebendran die Douglasie. Man sieht auch schon einen Farbunterschied, wobei das jetzt hier sehr blasse Nadeln sind, muss man sagen. So ganz wahnsinnig gesund sehen die hier unten nicht aus. Die wird oben noch schönere Nadeln haben, mit Sicherheit. Die sind relativ lang. Die sind nicht so starr wie Fichtennadeln. Die geben also deutlich mehr nach und die sind nicht spitz. Die stechen also nicht. Erinnert eher an Tanne als an Fichte, ist aber irgendwie so ein Mittelding von der Nadelanordnung her. Bei der Tanne sind die eher gescheitelt. Bei der Douglasie sind sie mehr radial um den Zweig angeordnet, wie man hier schön sehen kann. Sie können teilweise auch mal etwas gescheitelter auftreten. Und jetzt muss ich mal kurz den Akku wechseln. Gut, Akkuwechsel ist verzogen. Jetzt kann man leider Douglasie und Tanne dahingehend schlecht unterscheiden, dass es auch bei Douglasie so aussieht, als hätte sie so kleine Saugnäpfchen, mit der sie am Zweig ansitzt. Also ähnlich wie bei der Tanne. Allerdings sind die Saugnäpfchen viel feiner und weniger deutlich, als das bei der Tanne der Fall ist. Aber ja, das kann man schon ein wenig verwechseln. Reißt man die Nadeln aber ab, dann bleibt kein kleiner Saugnapf zurück, sondern ein kleiner Blattstiel. Und der ist auch leicht verholzt, wie man hier sehen kann. Da ist so was leicht Braunes dran. Das ist mal mehr, mal weniger deutlich mit dem verholzenden Blattstiel. Aber ja, hier kann man es auch noch ganz schön sehen. Da ist auf jeden Fall was Braunes dran geblieben. Das ist ein wesentliches Bestimmungsmerkmal, wenn man Douglasie und Tanne unterscheiden möchte. Und dann wäre da noch die Sache mit der Geruchsprobe. Dafür muss man intensiv die Nadeln reiben und dann riechen. Und leider gibt es kein Geruchs-YouTube. Und Douglasie heißt nicht umsonst auch Duftfichte. Selbst diese alten, sehr trockenen Nadeln, die hier jetzt über alles andere als vital sind, riechen noch unglaublich intensiv nach Zitrus. Und das hat man auch eine ganze Weile an den Fingern kleben. Auch Douglasienharz hat diesen ganz intensiven Zitrusgeruch, ganz charakteristisch. Also wer eine gute Nase hat und meine ist beschissen, für den ist das ganz einfach, damit die Douglasie sogar schon auf Abstand zu riechen. Wer eine wirklich gute Nase hat, der kann durch den Wald laufen und sagen, hier duftet es nach Douglasie, weil hier und da ist mal eine verletzt, es tritt Harz aus und das reicht auch schon eben, um diesen charakteristischen Douglasiengeruch wahrzunehmen. Wenn man eine gute Nase hat, das kann ich allerdings nicht. Ja, das war die Douglasie und jetzt habe ich da hinten noch eine Erle gesehen und dann muss ich auch gucken, dass ich heimkomme, beziehungsweise ins Kino. Hier haben wir ein sehr schönes Exemplar mit schönen, unverfressenen Blättern. Man muss bei Erle immer ein bisschen suchen, bis man so ganz charakteristische Erlenblätter findet, denn hier haben hier vorne an der Spitze eben keine Spitze, sondern eine Einbuchtung. Ist hier andeutungsweise zu erkennen? Hier hatte ich irgendwo, genau, hier haben wir ein schönes Blatt. Da kann man das deutlich erkennen, dass das Ding vorne ein wenig eingebuchtet ist. Sonst haben sie so eine gewisse Ähnlichkeit mit Hainbuchenblättern, aber halt eben diese charakteristische Einbuchtung. Hainbuchenblätter haben ja eine Spitze. Oh, hier nochmal eine ganz deutliche. Also man muss ein bisschen suchen. Nicht jedes Blatt hat sie deutlich, die Einbuchtung. Aber sie ist wirklich ein idiotensicheres Bestimmungsmerkmal für Erlenblätter. Hier auch nur angedeutet. Hier eben auch. Was sie auf keinen Fall haben dürfen, ist eine Spitze. Hier kann man sie wieder etwas besser erkennen. Man muss, wie gesagt, ein bisschen rumsuchen. Bei manchen Blättern besser zu sehen, bei anderen weniger. Aber wenn man einige Blätter mit der Einbuchtung findet, dann kann man sich auch schon sicher sein, dass es sich um eine Erle handelt. Hier übrigens ein sehr kapitales, mehrstämmiges, schönes, großes, tolles Exemplar auf einer etwas feuchteren Wiese. Durchaus ein recht typischer Erlenstandort. Oh, und wenn man dann natürlich noch solche Kätzchen findet, dann kann man sich ganz sicher sein, dass man es mit einer Erle zu tun hat. Übrigens auch ein Birkengewächs. So, und das soll es dann auch gewesen sein. Mehr habe ich leider nicht gefunden, beziehungsweise zumindest nichts, wo man was zu erzählen kann. Natürlich gab es auch Eichen, aber die waren alle schon so groß, dass ich ums Verrecken nirgendwo an Eichenblätter dran gekommen bin. Also Eichenlaub sogar.
Es gab auch Lärchen, aber auch die waren alle zu groß, habe ich um Verrecken keine kleine Lärche gefunden. Das habe ich übrigens in meinem Lärchenvideo auch schon erzählt, dass es gar nicht einfach ist, junge Lärchen überhaupt irgendwo am Waldboden ausfindig zu machen. Da kenne ich eigentlich wirklich bloß eine Stelle, wo die stehen, und sonst wäre es ein Zufallstreffer, wenn ich sie noch irgendwo anders finden würde. Ja, aber was ist das? Ach, das hat noch nicht genug Laub. War eine Vogelbeere. Aber gut, die habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Ja, das war jetzt also so ein bisschen gedacht zum Wiederholen für diejenigen, die schon bisher bei der Baumkunde gut aufgepasst haben. Und ich glaube, es waren auch 2, 3 neue Arten unter Umständen dabei, die wir noch gar nicht gekannt haben. Und für wen das Ganze jetzt alles neu war, der darf natürlich das Video auch gerne mehrfach anschauen, solange bis es entsprechend sitzt. Und wichtig ist natürlich auch immer rausgehen und draußen selber nach dem entsprechenden Zeug suchen. Oder halt was mitbringen und dann daheim entsprechend zu bestimmen versuchen. Ich empfehle auch grundsätzlich immer die Verwendung von Bestimmungsbüchern. Die sind nochmal viel ausführlicher und viel sicherer als das, was ich hier so erzähle. Ja, und immer noch keine erreichbare Eiche. Also das da ist eine, ne? Hier. Aber da komme ich halt ums Verrecken nicht an die Blätter dran. So, das war's. Macht's gut.